Hallo Leute! Schaut mal, hier sind alle hungrig und wer muss mal kochen? Ich muss kochen. Tschüss dabei! Ich tue es ja gerne, ich koche euch schnell was Schönes, gell? Heute Leute, gibt es was, etwas, was ich schon immer gern gegessen habe. Also das ist bei mir meistens so, aber heute gibt es ein wirklich Hammergericht. Und zwar gibt es heute eine Bratwurst in einer Zwiebel, in einer aber richtig guten Zwiebelweinsoße und dazu passen einfach Pommes. Dazu kann man nichts anderes essen wie Pommes. Und am besten ist, ihr heizt mal den Ofen schon vor für die Pommes und dann fangen wir mit dem Rest an. Als erstes, das spule ich jetzt ein bisschen vor, das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen uninteressant, tun einfach mal Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Einfach mal, dass ihr so einen Hocker oder halt Haufen habt. Muss erst schauen, wie viel ich dazu brauche. Okay, wir ziehen uns ein bisschen Musik rein, Leute. So, der Zwiebel ist geschnitten. Jetzt schalte ich schon, wer schleicht sich denn da hier rein? Ein kleiner Dieb. Ah, was zum Naschen holt sie sich. Das ist die Kinder. Ah ja, das sind dann immer die Kinder, die essen. Wir hatten die Kekse gegessen, Schatz. Die Kinder. Schatz, wer hat denn die Schokolade gegessen? Die Kinder. Schatz, wer hat den Whisky ausgetrunken? Ja. Die Kinder. Ja. Also, jetzt werden diese Zwiebeln in ein bisschen Olivenöl. Also ich habe jetzt hier 3 Zwiebeln genommen. Einfach schon einen Haufen, das geht ein bisschen ein. Ich koche jetzt hier circa für 3 Personen. Olivenöl. Und hier kommen die Zwiebeln rein und die werden hier einfach mal so 5 Minuten, die müssen jetzt nicht braun gebraten werden, einfach nur mal 5 Minuten ein bisschen gebraten werden, weil das Ganze wird dann nochmal circa 10, 15 oder 20 Minuten mit Wein und Kalbsfond eingekocht, also die werden dann schon durch. Die hauen wir jetzt hier rein und dann würde ich das jetzt auch ein bisschen vorspulen, weil das mit den Zwiebeln dauert jetzt noch ein bisschen. Jawohl, die Zwiebeln sind jetzt ein bisschen angebraten und schon ein kleines bisschen weich geworden. Aber das genügt schon, ihr müsst die jetzt nicht braun machen. Und dann nehmt ihr Sherry, also nicht Sherry, Entschuldigung, ich verwechsel das immer, ist fast ähnlich, Portwein. Und zwar, gebe euch jetzt hier mal schnell ein Maß an. Ich muss immer so mir jetzt vorstellen, dass ich das reinschütten würde. Sind das so 110, ja, Mama, das ist leichter zu merken, 115 Milliliter Portwein, wie gesagt, das ist immer nur so ungefähr, Leute, wenn es ein bisschen mehr oder weniger, komplett egal. Und dann kommt rein Rotwein, da nehmt ihr einfach irgendein, was ihr habt. Ja, 200 Milliliter und dann nehmt ihr ein bisschen Zucker, braunen Zucker. Es haben zwar die Zwiebeln schon Zucker drin, aber ich finde, das passt da noch ganz gut rein. Und Rotweinessig. Dann nehmt ihr circa so 3 Esslöffel. So, und das lasst jetzt einfach mal aufkochen, bis sich das ein bisschen reduziert und bis das Ganze ein bisschen, wie sagt man da, eindickt. Was noch gut reinpasst, ist hier Rosmarin. Ihr kennt ja Rosmarin, ist da, also dieses Gewürzfach. Ich muss da mal mit einer Frau schimpfen, das ist Frechheit. Da findet man gar nichts. Schatz!
Ja, ich suche den dann später. Das ist, vielleicht tue ich mal ein Foto rein, wie unser Kräuterfach aussieht. Das ist eine Frechheit. Das ist wirklich, es ist ja immer alles so wunderschön. Unsere ganze Wohnung, ich muss sagen, meine Frau putzt alles super, alles schön. Aber im Kräuterfach ist sie, also da gibt es Sätzen 5, muss ich leider sagen. Damit ich euch noch zeigen kann, ich habe hier solche Bratwürste. Leider sind das jetzt keine Kalbsbratwürste. Zu diesem Essen, weil dieses Gericht kenne ich ja von Schweiz, von Migros, von den Schweizer Raststätten, ist dort einfach mein Lieblingsessen immer gewesen. Da hat man original eine Kalbsbratwurst. Kalbsbratwurst mit Zwiebelsauce. Habe ich jetzt im Geschäft keine gehabt. Wir waren nicht in Lienz, wo es die gibt. Wir waren nur in Matra, da haben wir die nicht. Jetzt mache ich es halt mit diesen. Aber wenn ihr habt, bitte, bei euch gibt es das hier, kauft Kalbsbratwurst. Das passt da einfach besser, weil diese Soße passt gut zu Kalb. Oder ihr könnt die auch, wenn ihr wollt, zu einem Kalbfleisch oder Rinderfleisch super machen, diese Soße. Super, da passt die einfach. Aber es schmeckt auch mit Schweinsbratwürsten, schmeckt das natürlich auch gut. Dann können wir es schon herrichten. Ich tue diese Würstchen so leicht einritzen, weil ich tue die dann später auch hier noch mal ein bisschen reinlegen. Vom Braten finde ich das da gut, dass die schon richtig heiß sind, dann auch in der Mitte. Und durch dieses Reinritzen kriegen sie dann später beim Braten ein schönes Muster. Und es zieht jetzt auch so richtig dieser Wein, diese Soße zieht dann hier auch noch ein bisschen rein. Einfach so ein Kreuz machen. Nicht tief, dass sie zerfallen, einfach nur ein bisschen rein. So, und das lassen wir jetzt einfach mal 5 Minuten kochen. Das ist schon ein bisschen verdampft, dieser Wein. Wir wollen ja nicht rauschig werden. Und, also, warum auch nicht, aber wir wollen ja lieber was essen. Und ich suche inzwischen mal einen Rosmarin und wir sehen uns in 5 Minuten wieder, Leute. So, Leute, ich habe den Rosmarin inzwischen gefunden. Und hier tut er ein bisschen reinbleiben, aber nur ein bisschen, wirklich nur ein bisschen. So. Und jetzt ist das hier schon so ein bisschen eingekocht. Also es ist schon ein bisschen, also der Alkohol ist jetzt verdampft, der Rotwein, Portwein ist so eingelegt. Und jetzt tun wir noch einen Kalbsfond dazugeben. Das sind 340 Milliliter, also ungefähr, wenn ihr jetzt 400 Milliliter habt, passt das auch. Das kommt hier rein und jetzt ein bisschen zurückschalten und jetzt lassen wir das wieder weiter kochen und zwar bis das so ein bisschen eingelegt ist, dass das so wie eine Soße so ein bisschen eingelegt ist. Dann ist die Soße schon fertig. Hier kommt sonst weder Salz rein, noch Pfeffer rein, noch irgendwas rein und er wird auch nicht gebunden, sondern wird gekocht, bis sie dick ist. Und jetzt lege ich die Würste schon oben rein. Das muss man jetzt zwar nicht tun, ich tue das nur, damit die schon ein bisschen heiß werden. Und die Pommes kommen jetzt in den Ofen und dann ist das circa zeitgleich fertig. Weil diese Pommes, habe ich gelesen, die brauchen jetzt 15 Minuten. Meiner Meinung nach ist das eine komplette Lüge. Das stimmt nicht. Also da sind sie immer flotschend, so lätschend. Die brauchen meist immer länger, wie es auf der Beschreibung steht, aber ja. Das kann man ja dann ein bisschen zurückstellen. So, und jetzt werde ich nicht vorspulen, weil es wird jetzt ein bisschen länger dauern. Also ich werde jetzt hier mal 15 Minuten auf Stopp drücken. Dann müssten die Pommes halbwegs sein. Und die Soße müsste dann schon ein bisschen eingedickt sein. Und dann freue ich mich schon tierisch aufs Essen, Leute. Bis bald. So, Leute, es dauert jetzt noch 5 Minuten, circa bis die Pommes sind. Jetzt müssen wir die Würste noch anbraten. Jetzt nehmen wir die aus der Soße raus. Die sind jetzt schon schön heiß bis innen durch. Aber sie sind ja jetzt gekocht und eine gekochte Wurst sollte das ja nicht sein. Es ist wichtig, dass das eine Bratwurst ist. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was man kann, Leute. Entweder man tut es jetzt klassisch in die Pfanne und brät die richtig schön scharf an. Erst noch ein bisschen mit dem Küchenpapier abtupfen, dass sie ein bisschen trocken sind. Dann sind sie besser zum Anbraten. Oder man kann auch Folgendes machen.
Ich bin dann immer zu faul, wieder eine Pfanne extra abwaschen. Man kann die einfach in den Ofen zu den Pommes legen, weil der Ofen hat 250 Grad und da werden die auch schön richtig knusprig. Falls euer Ofen, weil das bei euch nicht geht, müsst ihr es ja in eine Pfanne machen, aber ich tue das meist jetzt noch ein paar Minuten in den Ofen, dann ist das super. Die Soße kocht schön langsam ein, die ist es bald. Und wenn ihr euch wundert, warum ich davor mal gesagt habe, wie ich das immer auf der Raststätte in der Schweiz oder so, dieses Kalbsbratwurst mit Zwiebelsauce, da ist die Soße braun, hier ist die rot. Also die Soße ist jetzt eine andere. Ich finde diese hier viel besser. Bei der anderen ist einfach Zwiebel mit so einer braunen Soße. Aber das ist viel besser, viel besser. So Leute, ich hau's nochmal die Würstchen zu den Pommes, dreh die Pommes um, dann sehen wir uns in 5 Minuten. So Leute, jetzt ist alles fertig. Leider sind die Pommes Katastrophe. Da habe ich eine blöde Marke gekauft. Steht drauf 11 Minuten. Jetzt sind die 25 Minuten drin und die sind immer noch nicht braun. Die werden jetzt hart. Das sind keine guten Pommes. Da habe ich Pech gehabt. Ich kaufe sonst immer die vom Lidl. Die kann ich sehr empfehlen. Die sind super lecker und knusprig. Also wer einen Pommes-Tipp möchte, von Lidl. Die gebacken, die gefrorenen. Die sind spitze. So, jetzt holen wir mal das Backblech raus. Das wird ein bisschen heiß. Ah, das wird ein bisschen sehr heiß. Ah, das wird ein bisschen verdammt heiß. Uiuiuiui. So. Und ihr seht jetzt hier, das sieht man auch bei der Kamera oben, die Würstchen, die sind hier im Backofen richtig schön kross, knusprig und wirklich total 360 Grad rundherum. Also ich finde sie so fast besser wie in der Pfanne. Die Pommes tun wir dann in die Schüssel. Oh, heiß. Also ich mag Pommes wirklich, wenn die schön knusprig kross sind, so ein bisschen braun. Die sind jetzt hier, ja, es geht so. Aber wenn ich die länger drin lasse, die werden mir bockhart. Dann würzen wir die Pommes. Das habt ihr eh schon mal im Video von mir gesehen. Mit Salz, Pfeffer, Salz hat es zu wenig, ein bisschen Paprika, dann können wir diese hässliche gelbe Farbe überdünken, Curry und ein bisschen Knoblauchkanüle. Normal würde ich jetzt noch ein bisschen, wenn ich alleine esse, also die Kinder nicht, noch Chili tue ich da immer noch rein. Kinder, dass das sehr gut passt. Und jetzt brauchen wir nur mal alles auf einem Teller anrichten. Oh, ich freue mich, Leute. So. Wir richten an ein schönes Würstchen. Die anderen sind für später. Die könnte ich mir schnell im Backofen warm halten. Weil Bratwürste sollten schon warm gegessen werden. So. Dann kommt das weg. Pommes. So. Und dann kommt diese leckere Zwiebel. Und da reichlich drüber. Richtig schön viel Zwiebel. Kennt ihr, da gibt es ja so ein Gericht, das heißt ja Zwiebelrostbraten. Das könnte man dann eigentlich Zwiebelrostbratwurst statt Braten nennen. Würde passen. Noch ein bisschen Soße. Ein kleiner Tipp, wenn ihr die Soße zu einem Rinderfilet oder Rindfleisch macht, keine Zwiebel rein und zum Schluss ein bisschen dunkler, so mit 75% Kakaoanteil Schokolade. Aber dann wirklich nur ein kleines Bröckchen reinraspeln. Schmeckt super. Aber ist sehr intensiv. Dann. Wirklich nur knapp. So. Hier sehen wir es uns nochmal an, Leute. Ich drehe das mal so. Ich brauche mich ja nicht mitdrehen, ich brauche nur den Teller drehen. Das ist wie bei den Computerspielen, wo die Leute so lenken. Jetzt mache ich noch schnell ein Foto. So. Mal eher so vor der Wurst. Die Pommes sind ja daneben. So. So. Da freue ich mich jetzt. Und jetzt kosten wir das.
Boah, ja, Spinni. Mal Leute, das ist unglaublich. Diese schöne, leichte Süße von den Zwiebeln. In diesem Kalbsschuh, mit diesem Kalbs guten fleischlichen Geschmack. Und dazu diese richtig diese krosse Rinde von der Bratwurst. Deswegen ist es ihm besser, wenn er es im Backofen tut, weil er hat dann rundherum die krosse Bratwurst. Die Wurst darf nicht flotschert oder schlabbelt sein. Die darf nicht angebrannt sein. Also die muss schon so richtig so kross, wie wenn ihr in der Stadt bei so einem Wurstbräter eine Wurst kriegt. Also das geht da im Backofen super. Boah, dann ist er Zwiebel. Und der Zwiebel ist schön. Er ist nicht so komplett schlabbrig, sondern hat noch so ein kleines bisschen Ding drin, weil wir ihn eben am Anfang nicht richtig so lange braun machen, jetzt wie bei Kässpätzchen zum Beispiel. Na, sensationell. Mmh. 100 Punkte ist das Essen, Leute. 100 Punkte. Und Pommes, jetzt, wenn sie gewürzt sind, sind sie gar nicht mehr so schlecht. Aber keine Chance zu Lidl-Pommes. Super, Leute. Ich gehe jetzt essen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Fantastisch. Tschüss. Ah nein, die Frau will ja auch noch mal kosten. Ganz vergessen. Ich hole sie mal schnell. Na, bin gespannt, was sie sagt. Die wird ausfinden. Kosten. Kannst du mal kosten? Kannst du mal kosten? Gib mir her. Du noch mal kosten, Benni? So kann man kosten. Heute haben wir übertroffen. Das ist unglaublich. So gut. Und? Wie schmeckt's? Ja, die Pommes sind nicht so perfekt. Aber das da. Das sieht so mal durch. Nam, lecker, ne, Finn? Ja. Ja. Kann der Papa gut kochen? Ja. Ja, gell? Super. Bin ich mal gespannt. Ja, bist du wahnsinnig. Das haut dich von den Socken. Na, du hast eh keine Ahnung, was dann. Wieder mal meine Socken hast du wieder an. Was soll das? Die stehlt immer meine Socken, Leute. Es ist Frechheit. Das ist eine Frechheit. Und, was sagst du? Lecker. Ist das gigantisch? Mhm. Diese Verbindung, alles zusammen, gell? Ja. Aber wir müssen essen gehen. Okay, tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube.